Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Partei Die Linke. Hier ist ein Spitzenteam, was sich als Spitzenteam vorstellen wird. Einleitend wird Janine Wissler, die Parteivorsitzende, was sagen. Danach Martin Schürdewan, Parteivorsitzender. Dann Carola Rakete, Klimaaktivistin. Özlem Demirel, Politikerin im Europaparlament. Und Gerhard Rabert als Sozialmediziner und Arzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, als Parteivorsitzender der Linken machen Martin und ich heute einen Vorschlag für die Spitzenkandidatur zur Europawahl im nächsten Jahr. Die Linke will die Adresse für alle sein, die sich eine andere, die sich eine solidarische EU wünschen, die sich wünschen, dass soziale Gerechtigkeit und Demokratie, Menschenrechte und Klima im Vorwärtsgang verteidigt werden. Die möchten, dass Superreichen und Konzernen endlich Grenzen gesetzt werden. Für alle, die sich nicht damit abfinden wollen, dass das Mittelmeer zum Massengrab wird und Europa sich immer weiter abschottet. Und für alle, die wollen, dass massiv in den Frieden investiert wird, statt immer mehr Geld für Aufrüstung und Rüstungsexporte zu verpulvern. Wir schlagen heute zwei Spitzenkandidaten vor und ein Vierer-Spitzenteam für Europa. Für soziale Gerechtigkeit und gute Löhne, für Klimagerechtigkeit und sozial-ökologischen Umbau, für Frieden und Abrüstung, für Menschenrechte und Demokratie. Das ist unsere Alternative zur Politik der Ampelparteien, unsere Alternative zum Einknicken vor den Rechten und zu dem Unwillen, die massiven Gewinne endlich umzuverteilen. Und wir wollen heute deutlich machen, die Linke öffnet sich für Engagierte, für Aktive aus den sozialen Bewegungen und der Zivilgesellschaft. So zeigen wir, die Linke ist Teil eines linken Pols der Hoffnung, der größer ist als sie selbst. Wenn die Zeiten rauer werden, dann müssen linke Kräfte zusammenrücken. Und wir sind sehr froh, dass es gelungen ist, mit Carola Rakete und Gerhard Rabert zwei bekannte und hoch engagierte Parteilose zu gewinnen, dass sie ganz vorne für die Linke fürs Europaparlament kandidieren möchten. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit verbinden, dass wir die Verteidigung der Menschenrechte gegen die extreme Rechte und eine aktive Sozialpolitik für gute Arbeit zusammenbringen und dass die gesellschaftliche Linke angesichts der Herausforderungen von Klimakrise und Rechtsruck zusammenarbeitet und gemeinsam in Bewegung kommt, gemeinsam neu. Unser Vorschlag umfasst vier Personen, die aus unserer Sicht die Vielfalt der Linken konstruktiv und einig widerspiegeln. Für den ersten Listenplatz kandidiert Martin Schürdewan, unser Partei- und Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament. Martin ist ein versierter Europapolitiker, er ist in Ostberlin geboren, er tritt für den Landesverband Thüringen an. Und er tritt an für eine Politik, die den Mut hat, Übergewinne zu besteuern, die den Mut hat, sich mit den reichen Konzernen und ihren Lobbyisten anzulegen und der dafür kämpfen will, dass es in der EU eine Zeitenwende gibt für Gerechtigkeit. Carola Rakete kandidiert auf Platz 2. Sie ist als Kapitänin der Seenotrettung europaweit bekannt geworden und sie steht als bekannte Klima- und Umweltaktivistin für die Klimagerechtigkeitsbewegung und für die Verbindung von Klima- und Klassenpolitik, ob bei Protestaktionen gegen fossile Energiekonzerne oder beim Engagement für Investitionen für einen gerechten Strukturwandel. Özlem Demirel kandidiert auf Platz 3. Sie ist linke Abgeordnete im Europäischen Parlament. Sie ist eine aktive Gewerkschafterin aus Nordrhein-Westfalen. Sie kämpft für gute Arbeitsbedingungen und gegen Ausbeutung. Und sie setzt sich seit vielen Jahren gegen Aufrüstung und gegen Rüstungsexporte für eine aktive Friedenspolitik ein, weil wir Fluchtursachen bekämpfen müssen und nicht Geflüchtete. Und Professor Dr. Gerhard Rabert kandidiert auf Platz 4. Der bekannte Sozialmediziner aus Mainz leistet mit seinem Arztmobil seit Jahrzehnten konkrete Hilfe für Obdachlose, für Geflüchtete. Er war in vielen Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt im Einsatz und hat bereits für die Linke für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert. Er hat damals sehr viel mehr Stimmen bekommen, als die Linke Wahlleute hatte. Er setzt sich konsequent für die Unteilbarkeit von Menschenrechten ein und will denen eine Stimme geben, die in unserer Gesellschaft viel zu oft nicht gehört werden.
Unser Vorschlag ist ein Angebot an die Partei. Und es ist ein Angebot an die Wählerinnen und Wähler. Der Bundesausschuss der Linken wird im September einen Listenvorschlag machen. Der Europaparteitag im November wird eine Liste wählen. Wir sind der festen Überzeugung, dass es eine starke Linke braucht in Zeiten vielfältiger Krise. Und wir wissen auch, dass wir dafür einen Neustart der Linken brauchen und Vertrauen zurückgewinnen müssen. Ich möchte heute eine Einladung aussprechen an alle die, die viele Forderungen der Linken richtig finden, die sich eine starke Linke wünschen, aber die vielleicht an der einen oder anderen Stelle bisher mit der Partei gehadert haben. Ich möchte dazu einladen, bei der Linken mitzumachen und angesichts der Krisen unserer Zeit und der starken rechter Kräfte in Europa mit uns gemeinsam einen starken Pol der Hoffnung von links aufzubauen. Eine politische Kraft, die der Politik der Ampel linke Alternativen entgegenstellt und sich gegen die Rechten stemmt. Und zuletzt, meine Damen und Herren, möchte ich darauf verweisen, dass im Anschluss an diese Pressekonferenz eine Pressekonferenz stattfindet draußen vor der Tür auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, eine Pressekonferenz mit Statements von Bewegungsakteurinnen und Akteuren zur Europakandidatur. Darauf möchte ich Sie gerne verweisen und übergebe jetzt das Wort an Martin Schirdewan, der unserem Vorschlag nach eine starke Liste anführen soll. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr zahlreiches Erscheinen. Vielen Dank, Janine, für die Einleitung. Ich finde, das ist ja ein Beispiel dafür, mit welchem freundschaftlichen Respekt wir unsere Arbeit auch gemeinsam ausfüllen an dieser Stelle. Ich freue mich auch, ich möchte mich der Freude anschließen, die Janine zum Ausdruck gebracht hat, über diesen Personalvorschlag, den wir heute unterbreiten können. Der Personalvorschlag ist unserer Ansicht nach die Antwort auf die Anforderungen und Herausforderungen unserer Zeit, genannt sei zum Beispiel die soziale Ungleichheit, die Klimakrise, aber auch die Krise der Demokratie, die Bedrohung durch Rechts. Und wir öffnen die Linke für breite gesellschaftliche Bündnisse, um mit diesem Personal entsprechend auch Antworten auf diese Herausforderungen geben zu können. Carola, Özlem und Gerd werden ja gleich selbst noch etwas zu ihren politischen Ideen sagen. Das gibt mir die Möglichkeit, jetzt von der dritten Person, weil ich ja irgendwie über diesen Listenvorschlag rede, in die erste Person Singular zu rutschen, also meine Vorstellung auch an dieser Stelle nochmal deutlich zu machen, weshalb ich kandidiere. Ich trete an für die Hoffnung vieler Menschen auf eine sozial gerechte und demokratische Europäische Union. Ich möchte das Beispiel der Kindergrundsicherung kurz anführen. Dieses Ampelgehampel über viele Monate, die offenen Fragen, was die Finanzierung betrifft, ist wirklich, wie ich finde, inakzeptabel. Die Frage der Finanzierung spaltet diese Regierung und drückt eine unglaubliche Verachtung gegenüber der Armut vieler Menschen in diesem Lande aus. Und das reiht sich leider ein in ein europäisches Phänomen. In Deutschland sind 3 Millionen Kinder betroffen, die in armen Familien aufwachsen. In der Europäischen Union sind es insgesamt 20 Millionen Kinder, von denen wir da reden. Wir reden auch von 56 Millionen Menschen, also jedem 9. Menschen, der in der EU lebt, der oder die von Altersarmut betroffen ist. Die Corona-Krise, die Energiekrise, der Krieg und die Inflation haben diese Ungleichheit in der Gesellschaft massiv befeuert. Die Armut ist gewachsen, aber dass Armut in dieser reichen Gesellschaft überhaupt einen Platz hat und existiert, ist meiner Ansicht nach politisch komplett unverantwortlich und inakzeptabel, weil auf der anderen Seite sich immer mehr Reichtum akkumuliert und dem wollen wir eine starke politische Stimme entgegensetzen. In der Zeit von Corona-Pandemie, in der Zeit der Energiekrise hat die Linke im Europäischen Parlament als erste politische Kraft überhaupt sich dafür stark gemacht, dass wir über Übergewinnsteuern reden, dass wir über Preisdeckel für Energie reden. Und wir haben so lange Druck gemacht, bis Ursula von der Leyen und andere reagieren mussten und tatsächlich die Markteingriffe ermöglicht haben, die zu dann in einigen Ländern die Einführung von Übergewinnsteuern oder Preisdeckeln geführt haben. Die Nationalstaaten haben das komplett anders umgesetzt. Wir sehen, dass die Inflation in Spanien zum Beispiel die Leute viel weniger betrifft als in Deutschland. Auch das ist ein Beispiel dafür, wie schlecht diese Regierung hier europäische Politik an dieser Stelle umsetzt. Die Krisenverlierer in Deutschland und in vielen europäischen Ländern sind insbesondere die Menschen mit niedrigen Einkommen. Wir finden das inakzeptabel, während auf der anderen Seite die Krisengewinner fast ungeschoren davonkommen. Und deswegen werden wir weiter als Linke mit den GewerkschafterInnen in Europa für bessere ArbeitnehmerInnenrechte kämpfen, wie bei zum Beispiel den Mindestlöhnen, einer unserer großen Erfolge, der europäische Mindestlohn. Özlem wird sicherlich mehr dazu sagen, oder auch die
Regulierung der Plattformarbeitenden, also der Arbeitsbedingungen derjenigen, die bei digitalen Unternehmen eingestellt sind, auch ein Riesenerfolg, den wir sozialpolitisch haben im Europäischen Parlament erringen können. Und wir werden weiter mit den Gewerkschaften darum kämpfen, dass es Perspektiven gibt, die Wirtschaft und die Industrie zukunftsfähig zu machen. Und das heißt für uns, dass Nachhaltigkeit und Produktivität natürlich Hand in Hand gehen müssen, dass soziale Sicherheit und Klimaschutz bei diesem Umbau Hand in Hand gehen müssen. Und dafür braucht es massive öffentliche Investitionen. Das bedeutet auch massive gesellschaftliche Umverteilungsprozesse in Gang zu setzen, nämlich zum Beispiel in Form einer Millionärsteuer, der Schließung von Steuerschlupflöchern und der Mindestbesteuerung von transnationalen Konzernen. Das heißt, wer Europa will, um es den Menschen zu geben, die darin leben, muss es den Konzernen und Reichen nehmen. Und wir haben den Mut dazu als Linke. Wir haben den Mut, dieses Europa den Menschen zurückzugeben. Und ebenso haben wir den Mut, für entschiedenen Klimaschutz zu kämpfen und die Zukunft der heranwachsenden und kommenden Generationen zu sichern. Wir werden weiter gegen solche Desinformationskampagnen, wie wir sie zum Beispiel im Rahmen des Europäischen Naturschutzgesetzes jetzt erlebt haben, vorgehen, uns dagegen wehren. Wir werden nicht zulassen, dass Konservative Hand in Hand mit der extremen Rechten zum Beispiel die Interessen, die berechtigten Interessen auch der Landwirtinnen und Landwirte gegen Klimaschutz ausspielen werden. Das heißt für uns, Klimaschutz muss sozial gerecht sein und er darf nicht den Kampf gegen den Kulturkampf der Rechten verlieren an dieser Stelle. Und das führt mich zur Frage der Demokratie. Ein Wort zur Demokratie. Es gab eine Widerstandsgruppe, der unter anderem Robert Havemann angehörte. Die nannte sich Europäische Union. Wir haben 1943, glaube ich, gesehen, dass italienische Antifaschistinnen auf der Insel Ventotene ein Manifest verfasst haben, wo sie ihre Vision für ein friedliches, ein demokratisches und antifaschistisches Nachkriegseuropa darlegen. Aber diese Vision überzeugter Antifaschistinnen ist uns Mahnung und muss uns in diesen Tagen auch wieder Ansporn sein. Der Rechtsruck bedroht die Demokratie in vielen europäischen Ländern. Die neue Rechte konstruiert mit ihrer rassistischen Politik einen äußeren Feind. Sie schleift die Menschenrechte und sie droht auch den Minderheiten in der Gesellschaft nach innen. Sie greift die Unabhängigkeit der Medienvertreterin an, die Unabhängigkeit der Justiz und stellt die Demokratie als solches in Frage. Jüngstes Beispiel dafür ist dieser fürchterliche und faule gemeinsame oder der Asylkompromiss auf europäischer Ebene, also die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, die nichts weiter bedeutet als die faktische Abschaffung des europäischen oder des Rechtes auf Asyl. Und die Zustimmung der Bundesregierung ist nichts anderes als ein Kniefall vor der extremen Rechten an dieser Stelle. Für uns ist aber klar, Menschenrechte sind und bleiben unteilbar. Wir werden diese schmutzigen Deals, die jetzt auch zum Beispiel gestern erst mit Tunesien abgeschlossen worden sind, oder diese Foto-Ops von Ursula von der Leyen und Olaf Scholz mit Meloni und anderen immer weiter scharf kritisieren, weil das auch den Kulturkampf von rechts befeuert und wie gesagt eine menschenverachtende Politik darstellt. Und abschließend, statt Aufrüstung und Militarisierung der europäischen Außenpolitik, statt eines neuen Imperialismus und eines militärischen Großmachtstrebens stehen wir für eine Europäische Union, die unabhängig von Blockkonfrontation und Rüstungswettlauf für friedliche Konfliktlösung steht und ihrem Friedensnobelpreis tatsächlich gerecht werden soll. Dafür streiten wir politisch und um all diese Ziele zu erreichen, eine friedliche Außenpolitik, eine Politik, die die Demokratie schützt, die Menschenrechte schützt, einen sozialgerechten Klimaschutz und ein Kampf gegen die Ungleichheit und Armut in dieser Gesellschaft, braucht es endlich eine europäische Zeitenwende für Gerechtigkeit. Dafür treten wir miteinander im Team an. Ja, ich weiß, die meisten im Raum hätten wahrscheinlich nicht damit gerechnet, mich heute hier zu sehen. Ich auch nicht. Ja. Denn als Ökologin war ich die letzten Jahre sehr viel in Europa unterwegs und auch weltweit. Ich habe in Naturschutzprojekten gearbeitet und den Rest meiner Zeit und Energie in zivilgesellschaftliche Kampagnen gesteckt. Ich habe zusammen mit Tausenden auf Straßenbäumen hoher See für Menschenrechte gekämpft, für Selbstbestimmung, Würde und Verteilungsgerechtigkeit. Im Zentrum stand für mich aber das momentan am unwiederbringlichsten bedrohte menschliche Recht, nämlich das auf eine gesunde Umwelt, lebensfähige Ökosysteme und ein stabiles Erdklima. Die Grundlage für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Überall, wo ich engagiert war, von Gerechtigkeit im Naturschutz bis Abolish Frontex, wurde mir aber immer wieder bewusst, dass uns die Unterstützung einer starken parlamentarischen Linken fehlt.
Und damit meine ich nicht, dass die sozialen Bewegungen ihre Arbeit aufgeben und alle ins Parlament ziehen sollten. Ich meine, dass wir eine gute Vernetzung in die Institutionen brauchen, die uns Zugänge, Informationen, Ressourcen und mediale Aufmerksamkeit ermöglicht. Wir sagen immer gerne, dass die Bewegung ein Ökosystem ist, in dem verschiedene Ansätze ihren Platz haben und wir mit unterschiedlichen Stärken gemeinsam in die gleiche Richtung gehen. Und im letzten Jahr habe ich mich immer wieder gefragt, wo ist denn der beste Platz für mich jetzt in diesem Ökosystem der Bewegung? Wo kann ich in den nächsten Jahren, kritischen Jahren, vor 2030, den größten Unterschied machen? Ja, das Europäische Parlament war dann nicht der erste Ort, der mir eingefallen ist, aber dort wird maßgeblich über die Gegenwart und Zukunft von Millionen von Menschen entschieden. Und zwar nicht nur über das Leben von Menschen in Europa, sondern auch außerhalb. Monatlich fallen wichtige Entscheidungen darüber, wer die Kosten für den so dringend notwendigen Klimaschutz trägt, welche Rechte zur Flucht gezwungene Menschen an der Außengrenze haben, welche Zerstörung, Konsum und Lieferketten auf der ganzen Welt anrichten. Die europäische Öffentlichkeit nimmt dabei kaum Einfluss oder auch nur Kenntnis von den Vorgängen. Und die Blackbox der Lobbytreffen von Industrie und EU-Kommission sorgt häufig für skandalöse Entscheidungen, vollkommen entgegen des Gemeinwohls. Viele der Menschen, die von europäischer Politik betroffen sind, haben entweder aufgrund ihres Passes gar kein Wahlrecht oder leben nicht in Europa. Freundinnen von mir hatten das Glück, ihr Recht auf politisches Asyl noch anerkannt zu bekommen. In der EU von heute ist das aber alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Diese Freundinnen organisieren sich zum Beispiel in der Zivilgesellschaft, aber der Zugang zu den Parlamenten ist ihnen verwehrt. Meine Entscheidung, diese Kandidatur letztlich anzutreten, hat also auch damit zu tun, dass ich hier eine Möglichkeit sehe, Privilegien zu nutzen, die andere gar nicht haben. Ich sehe in einem Mandat also die Chance, dass wir uns als Bewegungsteam der globalen sozialen Gerechtigkeit und dem Klimaschutz verpflichtet sehen. Nicht im Interesse von Nationalstaaten, persönlicher Karriere oder politischen Parteien. Ja, warum also dann eine Kandidatur auf der Liste der Linken? Dazu möchte ich noch mal etwas sagen. Wir haben nämlich jetzt Anfang Juli die heißeste Woche seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Jeden Tag, an dem wir zögern, tragen Menschen die Konsequenzen der Klimakatastrophe. Sterben etwa an Luftverschmutzung, sind Waldbränden ausgesetzt wie in Brandenburg oder Überschwemmungen wie im Ahrtal. Die Klimakrise ist aber durch und durch ein Ergebnis kapitalistischer Misswirtschaft und kolonialer Ausbeutung. Das heißt, die ökologischen Krisen entstehen aus der rücksichtslosen Ausbeutung unserer Natur für Profite und sie treffen diejenigen am härtesten, die sowieso schon ums Überleben kämpfen. In Armut gehaltene Menschen, Flüchtende, Alte und Kranke sowie die, die für sie sorgen. Ganze Regionen am Rand der neoliberalen Märkte, vom Osten Deutschlands bis in den globalen Süden, kommen als Erste unter die Räder. Auch das ist ein Grund dafür, dass ich gerne für den Landesverband in Sachsen kandidieren möchte. Diese soziale und ökologische Katastrophe lässt sich nur für uns alle bewältigen, wenn wir der Jagd nach Profit spätestens dort einen Riegel vorschieben, wo es um unser aller Überleben geht. Das heißt, fossile Konzerne vergesellschaften, das Geld für die notwendige Transformation von den Krisenprofiteurinnen eintreiben und die Steuerflucht aus der EU verhindern. Noch konkreter und auf meinen ökologischen Fachbereich bezogen heißt es auch, Lebensmittel und Ackerböden der Finanzspekulation entziehen, sowie Agrarsubventionen zur Verfügung stellen für ökologische lokale Betriebe, die Naturschutzmaßnahmen umsetzen und ihre Arbeiterinnen fair bezahlen. Nur wenn wir sozial gerechte Verhältnisse schaffen, können wir die ökologischen Krisen bewältigen. Genau diese Analyse teile ich mit der Linkspartei. Ich erwarte aber auch mehr von der Partei. Der Richtungsstreit hat Vertrauen verspielt. Für mich ist klar, Menschenrechte messen sich am Umgang mit den Schwächsten, in Deutschland und an den EU-Außengrenzen. Die Klimakrise ist die größte Gerechtigkeitskrise der Welt. Und in der Ukraine muss die Perspektive der Betroffenen im Zentrum stehen. Grundlage meiner Entscheidung, auf der Liste der Linken zu kandidieren, war auch, dass der Parteivorstand beschlossen hat, den wichtigsten Richtungsstreit zu klären und beginnen will, die Partei mit dem Plan 25 neu aufzustellen.
Als Gruppe von Menschen aus sozialen Bewegungen, innerhalb derer wir meine Kandidatur vorbereitet haben, sehen wir deshalb genau jetzt die Chance für einen klärenden Prozess, um dann den gesellschaftlichen Nutzen der Partei wieder spürbar zu machen. Im Detail werden wir dazu draußen noch mehr sagen, aber da ich jetzt meine Redezeit hier nicht überstrapazieren will, nur in aller Kürze, damit die Menschen auf der Straße, also die Partei mit den Menschen auf der Straße und Bewegungen erfolgreich zusammenarbeiten kann und ein echtes Momentum für gesellschaftliche Veränderungen möglich wird, muss sie sich personal, inhaltlich und strukturell verändern. Zum Beispiel, indem sie inspirierende Personen aus lokalen Initiativen gewinnt, auf allen Ebenen eine klare antifaschistische und antirassistische Haltung einnimmt und für ihre Glaubwürdigkeit die Nebeneinkünfte von Abgeordneten verbietet. Für uns ist klar, dass die Partei eine klare Richtung und eine neue Erzählung nur durch einen breiten Beteiligungsprozess erreichen kann. Mein eigener Beitrag ist diese Kandidatur und deswegen sehen Sie mich heute hier. Meine Damen und Herren, ich mache an dieser Stelle weiter. Wie Sie wissen, habe ich 2019 mit Martin zusammen an der Spitze für Die Linke kandidiert. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir jetzt mit Carola und Gerhard zwei Menschen gewonnen haben, die aus der linken gesellschaftlichen Tradition kommen, aber nicht Mitglieder der Partei waren. Und deshalb kandidiere ich auch sehr gerne aus Überzeugung jetzt auf Listenplatz 3 für meine Partei Die Linke. Denn ich glaube, das Zeichen, das Gerhard und Carola an dieser Stelle für die Partei geben, ist, dass Die Linke wichtig ist und dass eben die Krise der Linken nicht eine Krise ist, die nur Die Linke betrifft, sondern eine Krise, die gesellschaftlich notwendige Bewegungen auch mit betrifft und deshalb auch gesellschaftlich notwendige Bewegungen auch mit uns gemeinsam daran arbeiten wollen, dass wir als Linke stark ins Europaparlament einziehen und dass wir uns als Linke stark neu aufstellen und den gesellschaftlichen Herausforderungen widmen. 2019, als ich kandidiert habe, habe ich noch für die Gewerkschaft Verdi gearbeitet und als Gewerkschafterin habe ich Ihnen gegenüber verkündet, dass ich mit Herzblut und Leidenschaft dafür kämpfen möchte, dass wir europaweit armutsfeste Mindestlöhne haben. Und dieses Versprechen habe ich tatsächlich eingehalten. Ich habe direkt mit der Wahl 2019 einen Bericht geschrieben im Europaparlament über das Thema wachsende Ungleichheit in der EU mit dem Schwerpunkt Arm trotz Arbeit und infolgedessen haben wir dann später auch eine EU-Mindestlohnrichtlinie verhandelt. In dieser EU-Mindestlohnrichtlinie haben wir festgehalten, dass wir in Europa, in den allermeisten Mitgliedstaaten, wo es gesetzliche Mindestlöhne gibt, diese Mindestlöhne alle unterhalb der offiziellen Armutsschwelle liegen. Und ich sage Ihnen auch aus Überzeugung, auch als Gewerkschafterin, auch als Linke, das ist ein Skandal, wenn Menschen arbeiten, aber von ihrer Arbeit nicht leben können. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diesen Unterbietungswettbewerb im Bereich der Löhne in der EU stoppen, indem wir eine Richtlinie schaffen, wo wir auch festhalten, dass die Mindestlöhne in der EU da, wo sie gesetzlich geregelt sind, oberhalb der Armutsgrenze liegen müssen. In dieser Mindestlohnrichtlinie haben wir aber nicht nur festgehalten, dass wir armutsfeste Mindestlöhne brauchen. Wir haben auch festgestellt, dass die Gewerkschaften europaweit in den vergangenen Jahren immer weiter geschwächt wurden und immer weniger Menschen mit einem Tarifvertrag arbeiten. Gucken wir nach Deutschland, so arbeitet jeder zweite Mensch nur mit einem Tarifvertrag und ohne einen Tarifvertrag zu arbeiten, bedeutet schlechtere Arbeitsbedingungen, schlechtere Löhne und das wollen wir natürlich ändern. Und wir haben in dieser Mindestlohnrichtlinie auch festgehalten, dass die Mitgliedstaaten ihre Tarifbindungsrate erhöhen müssen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig als Gewerkschafterin. Wenn Sie sich mit Gewerkschaften unterhalten, dann wissen Sie, dass dieses Thema der Mindestlohnrichtlinie auch aktuell sehr wichtig ist. Denn wenn die Bundesregierung jetzt nach der Mindestlohnkommission der Bundesrepublik Deutschland den Mindestlohn nur um 41 Cent erhöht, dann ist das eben nicht ein Mindestlohn, der oberhalb der Armutsschwelle liegt. Und das ist ein Skandal. Und auch hier muss spätestens nächstes Jahr massiv dann der Mindestlohn erhöht werden. Wir als Linke kämpfen bereits jetzt dafür, dass wir nicht bis nächstes Jahr warten müssen. Aber nicht nur zum Thema Mindestlohn, auch Plattformarbeit, auch das Thema Housing First, auch das Thema Mindesteinkommen, also dass wir Mindeststandards haben in Europa, dass Menschen nicht von Armut bedroht sind. Das ist das, wofür ich in den letzten Jahren gekämpft habe. Und das ist auch etwas, wofür ich in diesem Wahlkampf kämpfen werde, nämlich, dass wir nicht nur eine Mindestlohnrichtlinie in Europa haben, sondern auch eine Richtlinie, die das Mindesteinkommen in der EU regelt.
Ich arbeite zu den Themen Arbeit und Soziales als Gewerkschafterin. Das liegt nahe, aber dadurch, dass ich ein Kind mit Migrationshintergrund und auch Fluchterfahrung aus der Türkei bin, mit kurdischen Wurzeln, können Sie wahrscheinlich auch nachvollziehen, dass ich mit Leidenschaft und Herzblut für Frieden und Abrüstung kämpfe. Denn natürlich weiß ich, was Krieg bedeutet. Nicht zuletzt die Kriege der Türkei in Syrien haben deutlich gemacht, dass Frieden eine Sehnsucht für viele Menschen ist im Nahen und Mittleren Osten. Und auch der Krieg in der Ukraine und der russische Überfall auf die Ukraine macht deutlich, dass Krieg nichts weiter bedeutet als Leid, Tod und Zerstörung. Und wir als Linke kämpfen dafür, dass Leid, Tod und Zerstörung aufhört. Und wir unterstreichen, dass dies eben nicht immer weiter mit Aufrüstung und Waffen geschehen kann, sondern dass wir dafür politische Maßnahmen brauchen, die den Frieden einleiten. Bereits lange vor dem Krieg, bereits lange vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, hat Frau von der Leyen im Europaparlament erklärt, dass wir uns in einem Zeitalter robuster Konkurrenz, verstärkter Konkurrenz großer Mächte befinden. Und sie hat darin erklärt, dass die EU Teil dieser Auseinandersetzung ist und dass die EU deshalb jetzt massiv aufrüsten muss. Und tatsächlich wird die EU immer weiter Richtung einer Militärunion umgerüstet. Und wenn ich mit den Menschen auf der Straße rede und sie mir erklären, warum sie die EU so toll finden, dann erklären sie mir immer und überall, dass sie das richtig finden, dass es keine Kriege mehr in Europa gibt, dass Frankreich und Deutschland zum Beispiel, die früher erzbefeindet waren, keinen Krieg mehr führen. Nun weise ich darauf hin, dass die Umrüstung der Europäischen Union hin zu einer Militärunion und der robuste Wettkampf großer ökonomischer, politischer und militärischer Mächte um Märkte, um Ressourcen, um wichtige Handelsrouten und Lieferketten, wie es die EU festhält, die Welt nicht sicherer machen wird und den Frieden nicht dauerhaft erhalten kann. Deshalb kämpfe ich auch aktuell massiv dagegen, dass wir immer mehr Gelder auch auf europäischer Ebene hin zur Rüstungsindustrie verschieben. Und deshalb kämpfe ich vehement dafür, dass die EU als eine Diplomatiemacht weiter ihr politisches Bestreben voranbringt und eben nicht versucht, militärisch eigene Interessen durchzusetzen. Die Verunsicherung mit dem Ukraine-Krieg in der Bevölkerung hat tatsächlich die EU-Kommission auch massiv genutzt. Herr Borrell hat bei jeder neuen Maßnahme, die im Bereich der Aufrüstung und Militarisierung der EU vorangetrieben wurde, seither gesagt, und wieder einmal ist ein Tabu gefallen. Aktuell hat die EU einen gemeinsamen Standpunkt, der festlegt, dass beispielsweise Waffenlieferungen nicht in Kriegs- und Krisengebiete geschickt werden sollen. Doch die EU hat diesen Standpunkt, die Erfahrungen, die die EU gemacht hat, aus zwei Weltkriegen und deshalb solche Positionen beschlossen hat, hat die EU jetzt beiseite gewischt. Ich sage Ihnen, wofür ich kämpfe, ist, dass wir nicht auf eine Welt zusteuern, in der große Mächte miteinander mehr Krieg führen, um eigene Interessen durchzusetzen. Und ich betone an dieser Stelle, dass diese eigenen Interessen, vor allen Dingen auch als Gewerkschafterin aus meiner Sicht, das Interesse der Bevölkerung sein muss. Und das Interesse der Bevölkerung ist, den Frieden in der Welt zu erhalten. Und deshalb sage ich auch aus dieser Klassenperspektive heraus, wir müssen als Linke auch eine starke Stimme für Abrüstung sein, auch auf europäischer Ebene. Und ich möchte weiter daran arbeiten, eine Front aufzubauen gegen kommende Kriege, gegen drohende Kriege. Und ich möchte daran arbeiten, dass die bestehenden Kriege nicht nur in der Ukraine, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt, die im Moment geführt werden, beendet werden und dass die EU einen Beitrag dazu leistet. Nicht zuletzt möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich als linke Politikerin aus Nordrhein-Westfalen natürlich auch sehe, dass wir uns in einer Zeit der Krisen und Kriege bewegen. Und der Kapitalismus produziert immer mehr und immer neue Krisen. Und ich glaube, das ist auch die Zeit, wo die Linke auch als antikapitalistische Stimme noch lauter Gehör finden muss und wo wir als Linke uns auch trauen, die Systemfrage zu stellen. Das tun wir auf allen Ebenen, in denen wir uns bewegen. Das tue ich auf europäischer Ebene. Das tut unsere Bundestagsfraktion im Bundestag. Das tun unsere Landtagsfraktionen in den Landtagen und auch auf kommunaler Ebene. Und dafür möchte ich auch weiterhin streiten. Krieg, Krise, Armut, das kann nicht das Ende der Geschichte sein. Alternativen sind gefragt und ich möchte gerne in diesem Viererteam weiter an diesen Alternativen arbeiten. Ja,
Ich bin wieder da. Also zuerst möchte ich einfach mich bedanken, dass die Linke, die Partei, mir noch einmal die Möglichkeit gibt, das Thema, das denke ich doch viele von Ihnen mit mir verbinden, das Thema Armut, soziale Ungleichheit wieder so fokussiert in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn seit der Kandidatur ist nichts besser geworden, sondern vieles schlechter. Und wir reden viel über die Sicherung von Demokratie nach außen. Ich habe das Gefühl, dass bei dieser Diskussion die Sicherung der Demokratie im Inneren zu wenig berücksichtigt wird. Und in diesem Kontext ist eben die Armutsbekämpfung, ist das Thema soziale Ungerechtigkeit absolut zentral. Martin hat es schon gesagt, jedes vierte Kind in der Europäischen Union ist von Armut betroffen. Fast 80 Millionen Menschen sind von Armut betroffen. 17% der EU-Bürger leben in überbelegten Wohnungen. Das heißt, dass man den Schlaf und den Wohnraum gemeinsam nutzt, dass drei und mehr Kinder in einem Zimmer leben, das ist nicht zu akzeptieren. 7% der EU-Bürger müssen frieren, weil sie das Geld nicht haben, um zu heizen. Und das in so einem reichen Land. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Stärke von Rechtspopulisten in Europa, dieses rassistische Gedankengut, etwas auch damit zu tun hat, dass Menschen sich nicht mehr wahrgenommen fühlen, dass man ihnen nicht mehr mit Respekt und Wertschätzung begegnet. Und das sind gerade Menschen, die sozial ausgegrenzt sind, die von Armut betroffen sind. Sie wissen, dass ich mit dem Arztmobil immer noch wohnungslose Menschen versorge. In der EU hat die Zahl der Obdachlosen von 2010 auf 2020 um 70% zugenommen. Ja, also das sind Zahlen, das ist ja gigantisch. 700.000, und das ist die offizielle Zahl, wahrscheinlich ist die Zahl noch höher, der EU-Bürger leben in Armut. Und in dem Kontext ist mir auch noch ein Thema ganz, ganz wichtig. Ich erlebe es fast tagtäglich, diese Binnenmigration, weil Armut so unterschiedlich auch in der EU verteilt ist, weil es dort ein Gefälle zwischen dem Norden Europas und gerade auch dem Osten gibt, dass die Armutsquoten in Rumänien, in Bulgarien über 20% sind und sehr viele Menschen eben dann aufgrund dieser Situation auch nach Deutschland kommen. Und ich behandle eben dann Menschen aus Bulgarien und aus Rumänien. Und dann haben wir das Dilemma, wenn die Menschen kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis haben, haben sie so gut wie keinen sozialen Schutz. Sie sind in keiner Krankenkasse. Ja, das ist ein Versagen auf höchster Ebene, auf EU-Ebene, dass man hier kein soziales Netz aufgebaut hat. Die Freizügigkeit, ja, die ist wichtig, aber auch diese sozialen Themen. Und da muss die EU ran. Sie muss eben dieses Armutsgefälle, sie muss die Armut in Europa angehen, und das tut sie zu wenig. Denn wie auch in Deutschland ist das Problem eben Reichtum und Armut, diese ungerechte Verteilung, und nicht Armut gegen Armut auszuspielen. Ich war Anfang dieses Jahres wieder auf Lesbos gewesen. Ich habe mir das neue Flüchtlingslager dort angeguckt. Man muss ungefähr eine Stunde mit dem Auto fahren durch Olivenhaine, durch Wälder, um dieses Lager überhaupt zu finden. Es soll jetzt eröffnet werden. Es ist so ein Mahnmal quasi, so ein Zeichen an die Menschen: Ihr seid hier nicht willkommen. Ihr werdet irgendwo versorgt, ja, in einer abgelegenen Region. Und das ist immer wieder eine Politik, und die gipfelt, Martin hat es ja auch schon gesagt, in diesem, ja, wie es genannt wird, historischen Abkommen, ja, historisch im Sinne der Verletzung von Menschenrechten. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und dass ich jetzt auch diesen Schritt gehe, jetzt ja auf dem Platz zu sein, wo man vielleicht auch mit den Stimmen ein Mandat bekommen kann, vorher war das ja in aller Regel aussichtslos, hat auch damit zu tun,
dass ich diese Entwicklung, diesen Rassismus, diesen Nationalismus noch vehementer angehen will. Aber ich möchte auch etwas entgegensetzen all denjenigen, gerade auch den politisch Verantwortlichen, die einfach so weit weg von der Lebensrealität vieler Menschen sind. Die Dinge behaupten, vielleicht haben Sie das Interview mit Herrn Lindner gehört vom Bayerischen Rundfunk, wo er wieder, wie übrigens Frau von der Leyen auch, als sie Arbeits- und Sozialministerin war, immer wieder diese Diskriminierung dort verbalisiert hat. Wenn man das Geld erhöhen würde, was jetzt Kinderarmut angeht, dann wäre das viel, dann könnte das doch, und er nimmt das ja auch an, dazu führen, dass die Menschen, die Eltern weniger motiviert sind, eine Arbeit zu suchen und zu finden. Was ist das für ein Gedankengut? Ich weiß noch genauer als Frau von der Leyen, sie wurde gefragt, warum sie das Bildungspaket nicht im Hartz-IV-Satz auszahlt. Und sie hat gesagt, weil das dann von den Menschen in Pauschalreisen und in Alkohol investiert wird. Was ist das für ein Menschenbild? Wie können Politiker in dieser sozialen Verantwortung, in der sie stehen, so etwas behaupten? Ein Kollege von mir, Herr Wüstendörfer, hat dies wissenschaftlich untersucht. Und er konnte eindeutig nachweisen, die Eltern gehen an ihr Budget für ihre Kinder und nicht umgekehrt. Und diese Form von Stigmatisierung, von Diskriminierung, der möchte ich noch vehementer entgegentreten. Ich werde auch dafür kämpfen, dass es mehr Austausch mit Armutsbetroffenen gibt. Es gibt die PEP-Organisation, das sind People, die eben Armutserfahrungen haben. Es gibt die EAPN, das Europäische Netzwerk der Armutsbekämpfung. Auch das muss mehr gewichtet werden, da muss mehr ein Dialog her. Und genau das möchte ich tun mit dieser Kandidatur. Und das ist mir auch unheimlich wichtig. Und dann noch mein Thema Armut und Krankheit, Armut und Gesundheit. Auch da gibt es signifikante Unterschiede in der EU. Estland ist das Land, wo sie die niedrigste Lebenserwartung haben, Dänemark, wo sie die höchste haben. Und wenn Sie als 50-Jähriger in diesen Ländern sind, dann haben Sie als Este noch eine Lebenserwartung von ungefähr 9 Jahren, als Däne von 24 Jahren. Also, und das differenziert auch noch von Geschlecht zu Geschlecht. Das darf doch nicht sein. Es gibt ein Programm in der EU, gemeinsam für mehr Gesundheit. Und da steht im Zentrum der Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und der muss wirklich deutlich verbessert werden. In der EU, auch in Deutschland, da gibt es immer wieder die Tendenz einer Privatisierung. Und das ist nicht zu akzeptieren. Und ich muss es einfach auch nochmal aufgreifen, Martin, ihr habt das alle ja schon gesagt, wenn ich immer wieder höre, ja, Herr Lindner wieder, dann muss man mir sagen, woher das Geld kommen soll. Ja, über Gewinnsteuer, Vermögenssteuer, ja. Die Bertelsmann Stiftung hat eine repräsentative Umfrage durchgeführt und das Ergebnis zur Vermögenssteuer, das Ergebnis war, dass über 75% der Menschen in diesem Land für die Einführung einer Vermögenssteuer sind. Ja, also bitte, hier muss eine Umverteilung stattfinden. Die Lebenserwartung von armen Menschen ist viel zu gering. Wir haben momentan eine Umverteilung von unten nach oben, weil diese Menschen häufig arbeiten, sehr lange arbeiten, sehr früh sterben und dann sind ihre Beiträge mit die Beiträge, die für Menschen wie mich die Pension oder die Rente finanzieren. Ja, das sind Themen, die kann man nicht akzeptieren. Und deshalb auch jetzt dieser Schritt von mir, hier zu kandidieren. Ich möchte auch, dass die Linke stark wird, denn ich habe das Gefühl, keine der Parteien greift dieses Thema so authentisch und so kompetent auf wie die Linke. Und zum Schluss noch ein Zitat von einem Mann, den ich sehr bewundere, der leider schon verstorben ist, von Stefan Essel, vielleicht kennen Sie ihn, Franzose, der im Nazi-Deutschland aufgewachsen ist, dann geflohen ist, nach Paris in der Resistance gegen das Nazi-Deutschland gekämpft hat. Er war dann auch bei der Deklaration der Menschenrechte dabei. Er war übrigens auch im KZ Buchenwald. Ich habe das KZ im vergangenen Jahr besucht. Übrigens, das ist hoch emotional.
dort, wenn man in diesem KZ ist und schaut raus, was steht an der Tür, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, jedem das Seine steht dort in diesem Konzentrationslager. Und das ist einfach, das ist unglaublich, wie mit Menschen umgegangen wurde in der Vergangenheit. Und das dürfen wir nicht wieder zulassen, aber bitte jetzt nicht wieder sagen, ich relativiere irgendetwas. Nein, ich tue es nicht. Ja, ich tue nichts relativieren. Das ist übrigens auch ein Thema, was viel zu wenig thematisiert wird. In Deutschland leben 70.000 jüdische Mitbürger in Armut. 70.000. Viele sind Nachkommen von Holocaust-Opfern. Und der Staat und die Länder wollten hier etwas tun. Das ist bisher auch noch nicht adäquat umgesetzt worden. Da empfehle ich die zentrale Wohlfahrtsstelle der jüdischen Mitbürger in Frankfurt, die hier ganz klare Fakten und Daten hat. Auch diese Form von Antisemitismus, Anti-Islamismus in Europa muss bekämpft werden. Aber ich wollte nochmal auf Stefan Essel zurückkommen. Er hat so er hat diesen Aufsatz Empört euch geschrieben. Kennen Sie vielleicht, wo er die Entwicklung in Europa kritisiert, den Finanzkapitalismus, diese Leistungsorientierung? Und er hat einen Satz, den finde ich immer wieder bemerkenswert. Leistet Widerstand und schafft Neues und leistet Widerstand. Und in dem Kontext sehe ich uns vier. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir würden jetzt mit der Fragerunde beginnen und danach gibt es noch mal Möglichkeit für Fotos und so weiter. Es gibt eine Meldung von Herrn Möhle. Lieber mit. Ja, Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Frau Rakete, Sie haben gerade gesagt, Sie erwarteten mehr von der Partei Die Linke und Sie haben gesagt, der Richtungsstreit sei gelöst. War diese Lösung des Richtungsstreites für Sie Bedingung für Ihre Kandidatur oder hat sich das erst später ergeben, Ihre Kandidatur? Und sollten Sie ab kommendem Jahr dann für eine Legislatur Berufspolitikerin sein im Europaparlament, ruht dann das Amt der Kapitänin zur Seenotrettung? Und dann hätte ich noch eine Frage an Frau Wissler oder Herrn Schirdewan. Die Aufstellung, die Sie uns heute hier zeigen, ist das auch eine Aufstellung Ihrer Partei gegen mögliche konkurrierende andere Parteiprojekte, die noch in Gründung sein könnten? Danke. Genau, ich fange einfach mal mit einer Frage an. Ich bin Naturschutzökologin. Ich habe freiwillig in der Seenotrettung ausgeholfen und mache das sehr gerne, weil mir das Thema wirklich wichtig ist. Aber beruflich arbeite ich da ja schon lange nicht mehr auf See. Also ich habe das 2017 offiziell das letzte Forschungsschiff gefahren. Ne? Danach war es nur noch Freiwilligenarbeit. Insofern ist es für mich ganz klar, ich habe vorher und nachher immer im Polargebiet eigentlich gearbeitet. Ich war ja auch 9-mal in der Antarktis zum Beispiel, mache hauptsächlich Ökologie. Das heißt, das ist meine Kompetenz und damit will ich weitermachen. Zunächst mal auch im Europaparlament. Das heißt, es ist ganz klar, dass ich im Umweltausschuss arbeiten möchte. Und die andere Frage für mich ist wichtig, und das ist ja die Bewegungsperspektive, die ich gerade schon vorgebracht habe. Es ist wirklich wichtig, dass wir als Bewegungsakteure auch eine Ansprechpartnerin im Parlament haben, also eine politische Kraft, eine parlamentarische Kraft und in diese Richtung wirklich eine zuverlässige Ansprechpartnerin zu sein im Thema Migration, im Thema Klimagerechtigkeit. Dahin möchte ich, dass Die Linke sich bewegt, aber das muss sie auch selber tun, denn ich bin parteilos und diesen Richtungsstreit, den muss die Partei selbst klären. Ja, vielen Dank, Herr Möhle, für die Nachfrage. Also der Personalvorschlag, den wir heute unterbreiten, ich denke, das ist ja auch deutlich geworden, ist zuallererst ein Angebot an die Gesellschaft, weil wir der Ansicht sind, gemeinsam wir vier, die wir hier stehen, aber auch die anderen, die natürlich dann noch auf dem Parteitag auf die Liste gewählt werden, die Antworten formulieren zu können von dem jeweiligen Profil unserer politischen oder zivilgesellschaftlichen Tätigkeit her auf die Fragen der Zeit, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Ich habe das eingangs ja schon gesagt, wir erleben eine massive Krise der Demokratie, das Erstarken der Rechten, der Klimaschutz steht im Raum, aber wird von der Ampelregierung nicht entsprechend umgesetzt, so wie er umgesetzt werden müsste. Wir erleben eine massive soziale Krise, eine zunehmende Ungleichheit in der Gesellschaft
Und da haben wir ein Angebot an die Gesellschaft formuliert, um diesen Krisen zu begegnen. Wir stehen zuallererst für unsere Inhalte, logischerweise für die Inhalte, die auch hier dargestellt worden sind. Und wer dann letztendlich noch auf dem Wahlzettel stehen sollte, hat unsere Entscheidung, die Liste zu öffnen und breite gesellschaftliche Bündnisse zu schmieden und einzuladen zu breiten gesellschaftlichen Bündnissen, überhaupt gar nicht beeinflusst. Herr Denkler? Erstmal zwei technische Fragen an die beiden sozusagen Neuen im Team. Haben Sie vor, in Linke einzutreten jeweils und wann sind Sie angesprochen worden, diese Position zu übernehmen? Und wenn Sie nicht an die Linke eintreten wollen, warum eigentlich nicht? Und an Frau Rakete nochmal die Frage, Ihre Positionierung als Umweltschützerin ist ja eigentlich eher die natürlicherweise auf die Grünen verweist und weniger auf eine Linke, die an vielen Umweltschutzthemen auch innerlich nicht ganz immer so ganz klar ist, weil das Soziale und das Ökologische sich nicht immer ganz übereinkommen lässt. Vielleicht eine klare Frage dazu, wann ist denn Ihr Kohleausstieg in der Lausitz sozusagen geplant und hätten Sie den gerne? Ich habe schon. Gut, dann fange ich an. Ich bleibe jetzt erstmal parteilos. Das hat aber nichts mit der Partei Die Linken zu tun, sondern das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die ich vor vielen Jahren getroffen habe, dass ich mich als Parteimitglied engagieren will. Ich will mich immer politisch engagieren, aber ich möchte ja eine Unabhängigkeit mir auch bewahren. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass zu schnell Menschen dann in eine Schublade gesteckt werden, wenn sie in einer Partei sind. Und wenn sie nicht in einer Partei sind, sehe ich da auch mehr Chancen, dass man vielleicht dann mehr auf Inhalte schaut, als immer wieder auf das Parteibuch. Ich habe auch schon, jetzt zuletzt war in Mainz die Oberbürgermeisterschaftswahl, da habe ich den Grünen unterstützt, weil ich fand, dass er ein sehr gutes Konzept hat. Ja. Aber auf Bundesebene und europäischer Ebene ist es eindeutig die Linke. Und vielleicht ist das auch manchmal ein Vorteil, wenn man parteilos ist und sich in der Partei engagiert. Alles klar, es gibt noch weitere Fragen. Ja, das war noch. Genau. Also, wann Sie den Kohleausstieg dann auserzählen für sich, was wäre unser Regierungstermin, morgen oder auch 2038, wie es manche in der Linke in der Lausitz gerne hätten, oder 2030 ist die Bundestagsfraktion, was sozusagen das Ihre Idee dazu, und vielleicht auch, ob Sie vorhaben, in der Partei einzutreten, und wenn nein, warum nicht? Also genau wie Herr Trabert habe ich auch nicht vor, einzutreten, denn genau so wurde ich zu dieser Kandidatur eben auch eingeladen als parteilose Person. Und für mich ist da interessant und auch wirklich wichtig, dass dieses Mandat, was ich dann vielleicht mal habe, mit der Bewegung oder zumindest der Klimagerechtigkeitsbewegung, der Migrationsbewegung rückgekoppelt ist und auch einen Vorteil und einen Nutzen und eine enge Absprache mit der Bewegung hat. Und diese Verbindung zu schaffen zwischen einerseits diesem parlamentarischen Teil, aber auch der Rückkopplung in die Bewegung, das wird die große Aufgabe sein, die es da umzusetzen gibt. Ja, zur Lausitz. Ich denke, man kann klar davon ausgehen, dass der Kohleausstieg vor 2038 kommen wird, weil Kohle einfach ziemlich schnell unwirtschaftlich wird. Wir wissen ja, die erneuerbaren Energien sind schon seit Jahren und werden jedes Jahr immer billiger. Das heißt, wo es jetzt wirklich darum geht, ist gute und sichere Arbeitsplätze für die Leute zu schaffen in dieser Region. Und dafür müssen wir uns einsetzen, dann eben auch logischerweise zusammen mit dem Landesverband. Ich glaube, es ist schwierig, sich auf einen Wunschtermin festzulegen, weil es eben ja doch einfach reale Abhängigkeiten gibt. Gab es hier noch eine Frage? Kriege ich es wieder? Ja, auf jeden Fall. Uwe Jahn, ich habe zwei Fragen. Das eine ist, dass Sie uns vielleicht nochmal sagen, was Sie dazu bewogen hat, den Termin heute für die Bekanntgabe zu nehmen. Und das andere ist ein aktuelles Thema. Das müssen Sie vielleicht unter sich ausmachen, wer dazu antworten möchte. Und zwar geht es um das Abkommen mit Tunesien, das jetzt am Wochenende ja auch für Nachrichten gesorgt hat, wie Sie als Kandidaten oder eben auch Sie als Partei dazu stehen.
Ja, also die erste Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Wir wollten explizit Ihnen, Herr Jahn, noch eine Freude machen, damit Sie jetzt nicht in der parlamentarischen Sommerpause nichts zu berichten haben. Ihren Kolleginnen und Kollegen natürlich auch. Und außerdem ist das, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, jetzt schon die Aufmerksamkeit auf das kommende Jahr, auf die Europawahlen zu richten, weil es wirklich einfach eine richtungsweisende Wahl werden wird und wir als Linke entsprechend natürlich gestärkt auch aus diesem Wahlkampf hervorgehen wollen. Und zu der zweiten Frage, habe ich gesehen, hat Özlem sich eine Notiz gemacht, du möchtest bestimmt was sagen zu den 900 Millionen, die Ursula von der Leyen nach Tunesien schiebt? Kann ich machen. Also tatsächlich haben wir als Linksfraktion und zwar auch geschlossen immer diese Pakte, die es gab mit Drittstaaten, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf Migrationsabwehr, abgelehnt. Es ist tatsächlich auch ein Skandal. Vielleicht erinnern Sie sich, dass die tunesische Regierung noch im März diesen Jahres insbesondere Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter verhaftet hat in Tunesien, dass dort die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und dass wir als Linke das nicht in Ordnung finden, wenn mit Autokratien oder undemokratischen Regimen Pakte geschlossen werden. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Wir haben es bisher geschlossen abgelehnt, werden es auch in Zukunft ablehnen. Das gilt auch für den Pakt mit der Türkei im Bereich der Migrationsabwehr. Es gilt aber auch für kommende Pläne, die es gibt mit Ägypten. Nächste Frage. Ich habe eine Frage an Frau Wissler. Russland hat ja jetzt das Getreideabkommen gestoppt oder zumindest nicht erneuert. Erpresst Putin damit so ein bisschen die Welt? Ich würde sagen, wir machen es danach einfach nochmal ein einzelnes Statement. Dass wir danach nochmal Martin und ich nochmal ein Statement machen zu allgemeinen Fragen, die jetzt nichts mit der Europakarte. Gibt es noch Fragen? Ich sehe keine, dann bedanke ich mich und dann würden wir nochmal die Möglichkeit für Fotos geben. Kommt ihr nach vorne? Dann stellen wir uns da vor. Okay, dann nochmal Martin und Carola, ihr nochmal zusammen.